Ein großer Sieg, Kommandant. Sie haben mir Ihre Verlässlichkeit bewiesen. General, wir haben es fast geschafft und das Reich zurückgeworfen. Aber ohne unsere Flotte können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Wir sollten den Hafen von Vladivostok zurückerobern. Wieso lassen wir das nicht unseren jungen Kommandanten erledigen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Tschernenko. Das Reich hat dort starke Truppenverbände. Das ist keine Operation für einen Anfänger. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Kommandant diese Aufgabe bewältigen kann. Nein, ich sehe das etwas anders. Ich weiß, Ihren Standpunkt zu würdigen, General, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Ja, das haben Sie klar und deutlich ausgedrückt. Kommandant, in einer Sache hat der General absolut recht. Wir können ohne unsere Flotte diesen Krieg keinesfalls gewinnen. Ja, und deshalb müssen Sie die Truppen des Reichs aus unserem Hafen vertreiben. Moin, Babus, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Alarmstufe 3. Koop-Kampagne. Sowjets. Mission 3. Müssen den Hafen von Vladivostok befreien. Ja, die Mission haben wir schon mal wiederholt, aber der Odin hat seine Audiodatei aus irgendwelchen. Vielleicht ist er abgestürzt, kann ja passieren. Ist sie beendet mittendrin und deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Jetzt wissen wir aber, dass wir nicht so viel Zeit verschwenden müssen. So, Fähigkeit von Bullfrog, Odin. Was? Die Fähigkeit vom Bullfrog einsetzen. Ja. Und dann aufs Land dann damit. Alles klar. Du hast meine Bären. Wo bin ich denn? Du bist der Grüne. Deine Grünen, da wo du hingeschickt hast. Schick die raus da, schick die raus da, schick die raus da. Komm da raus aus dem Geschütz oder machst du. Warum? Ich töte sie doch. So, jetzt haben wir noch Stingrays bekommen. Stingrays sind cool. Scheiße, die machen mich ja komplett nass. Du hast jetzt auch Stingrays? Wo sind meine? Die sind unten, deine grünen. Meine grünen? Ja, du hast ja die Farbe grün als Co-Commander. Was kann ich mit denen jetzt machen? Du kannst jetzt die Gebäude zerstören. Du musst halt die du siehst da halt die grünen Ziele dort, die musst du zerstören. Warum gehen die nicht drauf, Junge? So. Muss jetzt auch die Kraftwerke, die ganz Gebäude. Ich komme dir zur Hilfe. Der Flaktruber. Ja, da ist so der letzte Soldat noch, der so übrig bleibt, der Flaktruber. Guck mal, du hast ein Wetter. Du hast jetzt wie viele Veteranen? Einen. Den würde ich mir gut aufheben, den Veteranen. Siehst du, dass der so rote Blitze rausschießt, der ist deutlich stärker. Die Bullfrogs kannst du jetzt auch mal zu uns in die Mitte holen. So, jetzt hast du hier noch ein Baufahrzeug, damit können wir jetzt unseren Stützpunkt bauen. Wo willst du hinbauen? Wir bauen beide auf die gleiche Insel. Ich baue links, dann baust du rechts. Okay. Okay. So, ich schick schon mal meine Einheiten vor ins Wasser, da haben wir Platz zu bauen. Das erinnert ein bisschen an Civilization. Was, soll ich alle Einheiten ins Wasser reinschicken? Ja, die sind ja alle amphibisch. Du hast dein Baufahrzeug, da brauchst du halt einen Stützpunkt. Musst du auch mit der Fähigkeit, genau. Beziehungsweise lass mal deine Bullfrogs noch hier drinnen. Was, soll ich bauen? Einen Reaktor, gell? Hm? Eine Basis erstmal halt. So. Also Reaktor und zwei. Genau, lass die Bullfrogs mal hier in der Basis drinne. Was? Achso. Noch ein Reaktor, was soll ich bauen? Na, Raffinerie halt. Soll ich mal irgend so ein Geschütz bauen oder? Geschütz, warte mal, lass uns erstmal die Werft bauen. Du kannst ein Flakgeschütz bauen, ja. Aber du brauchst noch einen Reaktor dann halt. Ich würde erstmal beide Raffinerien bauen, bevor du ein Geschütz baust. Kannst du mit du einmal die Raffinerien bauen oder was? Ja, weil dann hast du sonst. Na, obwohl, es könnte passen mit der Energie. Du darfst halt nicht zu viele bauen. Zwei kannst du bauen. Zwei Flachs. Ja. Ja, meinst du, eins zu einer, nicht fertig. Also, man sollte immer zuerst auf seine
auf sein Geld achten, oder? Ja, das Geld ist das Wichtigste. Okay, soll ich auch eine Werft bauen? Ja, eine Werft auf jeden Fall, aber eine Kaserne brauchst du nicht bauen. Eine Kaserne baue ich mal. Okay. Beziehungsweise eine Kaserne kannst du dann später bauen, das sag ich dann Bescheid. Ah, cool. Was soll ich denn bauen? Soll ich dann Stingrays bauen? Danach baust du noch einen Reaktor und dann baust du Stingrays und ein paar Bullfrogs. Ich würde mal sagen, so 5 Bullfrogs und den Rest Stingrays. Aber nicht. Was heißt den Rest? 15, 10er. Okay. So, wie war denn mal der Hotkey dafür, dass ich mehr gleichzeitig bauen kann? Shift. Shift, alles klar. 5 Bullfrogs und 15 machen. Ja, genau. Na, ich habe jetzt hier ein bisschen. So, ich mach mir so eine kleine Infanterie-Invasion. So, tu mal deine Stingrays mit zu meinen, weil die müssen dann hier verteidigen. Wir müssen auch noch. Ich baue noch eine Flak. Hier an Land. Bau du mal noch ein Geschütz ins Wasser. Neben deiner Raffinerie am besten. Ein Abwehrgeschütz? Ja, neben deiner Werft, meine ich. Mir fehlt an Geld gerade. Hä, wir haben doch gleich viel Geld. Ach so. Die Ressourcen teilen sich untereinander auf. So. Aber nicht die Energie, oder? Die Energie nicht, nee, das ist die Basis. Bonusziel erreicht. So, ich baue mal eine kleine Invasion. Gute Arbeit. Diese Abwehrsysteme schützen ihren Stützpunkt vor Angriffen. Ach, guck mal. Wir haben sogar ein Bonusziel geschafft durch dieses Abwehrgeschütze. Ja. Nice. So, ich würd sogar noch ein Abwehrgeschütz ins Wasser bauen. Hey, wird wenn, das wenn du noch, wenn du noch Energie hast, kannst du noch eins reinbauen. Ich hab noch eins, aber ich hab kein Geld. Na, du hast doch auch 2100. Nee, ich hab 300. Dann teil das noch nicht auf, dann müssen wir erst Stützpunkt aufbauen. Ich hab 100. Ich hab eins. Ich glaube, du musst noch eine Kaserne bauen. Ich glaube, das will das von dir, dass du eine Kaserne baust. Hey, warum? Damit wir einen vollständigen Stützpunkt haben. Okay. Wie kann ich die Dinger drehen? Einfach halten, oder? Einfach halten und dann ziehen. Okay. Unzureichende Mitte. Ja, was ist dann? Teilen wir dann auf, oder was? Mir ist gleich fertig. Ja, die Kaserne, der brauchst du. Jetzt, nee, bei mir hat's aber. Bauen sie eine Kaserne. Ja, gut, ich habe ein Einsatzziel bekommen, aber ich habe jetzt nichts. Ach, ich kann ein Geheimprotokoll machen, was soll ich da machen? Machst du. Magnetzer? Also ist deine Sache, ich meine, nehme das andere auf jeden Fall. Such dir was aus, sag mal Bescheid. Kann ich meine eigene Einheiten hochziehen? Wie? Na, ich will mal das Ding mal ausprobieren, wie geht denn das nochmal? Ach so, der Magnetsatellit? Ja, wie kann ich den benutzen? Na, den hast du da oben dann, na klar, komm Einheiten sowieso, probierst dann den Feind. Ich habe ihn jetzt schon genutzt, weil ich es so ausprobieren wollte. Saugen Sie bestimmte, versuchen Sie Kombination mit Turbin. So. Mach jetzt, böse? Hier, du machst, ja, das ist Feind. Ich wollte die Bullfrogs rausschicken, das ist da Luftabwehr. Oh, okay. Scheiße. Ach so, alles klar, ich verstehe. Mann, die sind kaputt. So, jetzt müsstest du auch 2700 ungefähr haben. Nein, ich habe 60. 6. Dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wir sorgen gleich für Ressourcen. Du bist jetzt so der Marine, du kümmerst dich hier oben. Du siehst ja diesen links, diesen Arm da. Ja. Um den kümmerst du dich dann. Aber wir kümmern uns erstmal hinten um die eine Werft. Bau mal einen Ingenieur, den brauchst du. Was du brauchen. Oh, ich soll noch mehr Geld hier ausgeben. Ein Ingenieur ist billig. Da hör stopp halt deine Stingray-Produktion. Nee, das wird alles laufen. Das läuft schon. Und so reichen wir nicht. Oder was ist das? Achso, das machst du. Ja. Aber die Bullfrogs sind halt jetzt schon angeschlagen. Also ich kundschafte mal kurz. Mit einem Bär. So, hier ist mein Invasionstrupp drin, hier in den 5 Bullfrogs.
Ich weiß nicht, ob du das siehst, wenn du mal kurz drüber fährst in meine Bullfrogs. Nein. Da müssten die. Ah ne, sieht man nicht. So, ich gehe jetzt mal in den einen angeschlagenen Bullfrog von dir rein, das siehst du jetzt. Ja, sehe ich, ja. Dann schieß den mal oben in die eine Ecke rein. Wie von, schießt den mal? Also hier vor uns, wenn du jetzt ein bisschen rechts hoch machst. So in die eine Ecke reinschießen mit der Fähigkeit. Wie meinst du hinschießen? Na, mit der Fähigkeit halt. Ach so, wo soll ich hinschießen? In die eine Ecke rein, hier oben, gleich über uns. Nicht die, rechts. Rechts? Rechts. Also so ziemlich das, was am nächsten an uns dran ist. Okay. Hier jetzt links. Arm, links nach oder? Oben, nach oben. Mach's jetzt, schieß weg. Wahrscheinlich. So, wir gehen jetzt mal auf Angriff mit den Stingrays. Warte, ich komme. Aufs Maul. Aufs Maul. What the? Ach ja. Die Fähigkeit, die ist geil. Ich weiß. Die funktioniert aber nur gegen Einheiten, nicht gegen Gebäude. Funktioniert aber nicht gegen Gebäude. Aber wir bekommen die Schiffe, gell? Ja, wir bekommen die Schiffe bekommen. So, zerstör mal die Werft noch nicht. Schick mal deinen Ingenieur da rein in die Werft. Hier, in das Ding. Kannst du den Ingenieur reinschicken. Da hast du dann stärkere Truppen auch noch mit. Und jetzt? Den Ingenieur, wo hast du denn den? Na, der dauert noch. Ne, der ist da, steht schon da. Ist der? Ne, Flak-Trupper. Bei deiner Kaserne, ja. Kaserne, genau. Da steht er. Muss ich denn die Dinger reinschicken jetzt hier, gell? Ja, da kommt dann so ein blaues Symbol. Ja, genau, ist bei mir jetzt. So, ich schicke jetzt meinen Invasionstrupp los. Dafür sorge ich dann auch, kriegst du auch mehr Ressourcen dann, wenn der Invasionstrupp da ist. So, hier kommt einer. Oh lol, was? Achso, das sind deines. Lol. Das ist meine Invasion. Was sind das? Bären? Nee. Ist man jetzt das schon drin? Wo ist denn mein Ding? Der Ingenieur, der kommt, der schwimmt gerade. Ah, der schwimmt gerade. Okay, er kommt! Du schaffst das. Sieht geil aus, wie er übers Wasser fährt. Kann ich den töten? Wie? Den Ingenieur? Nee, ich würde ihn nicht töten. So, mit deiner Fähigkeit kannst du ihn nicht töten. So, jetzt hast du hier auch noch den Wasserstützpunkt? Und jetzt fahren wir hier in die kleine Bucht rein noch, nachdem ich das hier zerstört habe. Kannst du schon mal in die kleine Bucht rein, da zwischen wo den das orange Ding ist? Nee, bei den Hafen da, nicht wo das orange Ding ist. Also jetzt einfach links rüber, folge einfach meinen Boden. Bucht, ey. Hey, nee, ach, du fährst woanders in eine andere Richtung. Ja, aber nicht direkt reinfahren, das sind Kriegsschiffe, das sind Schlachtschiffe von denen. Kann ich nicht zerstören? Die kannst du zerstören, aber die sind ziemlich stark. So, ich habe jetzt hier oben so einen kleinen Frontstützpunkt. Das verstehen die auch so unter Zivildienst. Natürlich. Das kann ich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Gebäude erobert. Ich gehe. Erschlag sie wie Fliege. Außenluft erobert. Feindliches Gebäude erobert. Gibt es da direkt. Was soll ich denn bauen, wenn ich Geld habe? Soll ich weiter Stingray spawnen? Ja, wir planen jetzt eine Invasion. Oh, pass auf, hier sind welche.